Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Softwerker-Casts. Mein Name ist Marco und heute gehen wir in Richtung einer Technologie, die momentan ziemlich hot ist im Webbereich. Und um darüber zu sprechen, habe ich wieder einmal einen Gast mitgebracht, den Robert Ortich. Aber die meisten von euch kennen ihn ja als Rob. Rob, wie geht's dir denn so? Danke, dass du mich wieder hier hast. Mir geht's super. Gut, Rob. Worüber reden wir denn heute? Ja, heute tauchen wir in die faszinierende Welt der Mikro-Frontends ein. Eine ziemlich coole Möglichkeit, komplexe Web-Anwendungen zu zerlegen und sie, sagen wir mal, ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Ah, Mikro-Frontends also. Ja, ich habe in der Vergangenheit, ein wenig davon gehört. Aber Rob, mal ganz ehrlich, ist das nicht einfach nur ein weiteres Buzzword oder steckt da wirklich was dahinter? Naja, viele würden es vielleicht als ein Buzzword abtun, aber tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ein Technik-Nerd bin, hat es wirklich viel Potenzial und kann Webentwicklern das Leben erleichtern. Vor allem, wenn du an große Projekte denkst, die von vielen Teams entwickelt werden. Ja, ich erinnere mich daran, damals, als ich noch etwas Frontend gemacht habe, ich habe so oft gedacht, oh Gott, wie kann ich das alles managen? Wie genau funktioniert das? Ich meine, das Konzept dahinter. Oh, du wirst es lieben. Stell dir vor, du hast ein Riesenpuzzle und anstatt, dass eine Person versucht, dieses riesige Puzzle zusammenzusetzen, lässt du viele Leute jeweils kleine Teile des Puzzles zusammensetzen. Das ist, eine sehr einfache Erklärung von Micro-Frontends. Jeder kleine Teil ist im Grunde ein unabhängiges Frontend-Modul. Und das Schöne daran ist, dass diese Module unabhängig voneinander entwickelt, getestet und bereitgestellt werden können. Wenn ich das richtig verstehe und entschuldige, wenn ich hier so laienhaft klinge, könnte man im Grunde ein Team haben, das sich nur auf den Header der Website konzentriert, ein anderes Team, das sich nur auf den Footer konzentriert und so weiter. Genau das. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist wie ein Lego-Set für Entwickler. Ja, Lego-Set für Entwickler, das klingt schon interessant. Und wie kann man damit anfangen? Ich meine, was sollte man beachten, wenn man in die Welt der Micro-Frontends eintauchen möchte? Okay, Marco, dann packe ich mal aus. Also Micro-Frontends, das Konzept dahinter ist, denke ich, ziemlich revolutionär. Erstens, das hatten wir ja bereits angesprochen, trennen wir große Anwendungen in Mikroteile. Das gibt dem Entwicklungsteam die Möglichkeit, sich auf kleinere, spezifischere Aufgaben zu konzentrieren. Stell dir vor, du würdest einen Großteil deiner Arbeit auslagern, nur dass du tatsächlich die Kontrolle behältst. Ah, also kleinere Aufgaben? Genau, aber es ist nicht nur das. Ein weiterer großer Vorteil ist die Tatsache, dass jedes dieser Micro-Frontends eine eigene Lebensdauer haben kann. Ja. Ich meine, es ist nicht abhängig von den anderen Teilen der Anwendung. Ein Team kann an einem Micro-Frontend arbeiten, es ändern, es aktualisieren und das alles, ohne dass die anderen Teile davon betroffen sind. Ja. Und das, Marco, bringt mich zu einem meiner Lieblingspunkte, die Technologie. Also, da jedes Micro-Frontend unabhängig ist, kann jedes Team die Technologie auswählen, die es bevorzugt. Angular, React, Vue, was auch immer dein Herz begehrt. Okay. Und das Beste daran, wenn eine neuere, schickere Technologie herauskommt, kannst du, einfach ein Micro-Frontend damit aktualisieren und musst nicht die gesamte Anwendung neu schreiben. Ach, das klingt wirklich beeindruckend. Und irgendwelche Nachteile? Nun, wie bei allem, gibt es auch hier Herausforderungen. Zuerst ist da die Kommunikation zwischen diesen Micro-Frontends. Mhm. Du kannst nicht einfach etwas in einem Bereich ändern und erwarten, dass es überall funktioniert. Außerdem, wenn du nicht aufpasst, könntest du am Ende eine Webseite haben, wo alles unterschiedlich aussieht und sich unterschiedlich anfühlt. Aber wenn du es richtig machst, sind die Vorteile, sie überwiegen die Nachteile. Okay, verstanden. Und wie fängt man eigentlich an? Also mein Ratschlag wäre, klein anzufangen. Wähle einen kleinen Bereich deiner Anwendung und versuche, ihn in ein Micro-Frontend zu verwandeln. Schau, wie es läuft, lerne daraus und
passe dann an und denk daran, die richtigen Werkzeuge zu wählen. Ja. Es gibt viele Frameworks und Bibliotheken, die speziell für Micro-Frontends entwickelt wurden. Lass uns aber gerne noch etwas tiefer in die Implementierungsstrategien eintauchen. Okay. Also, zuerst haben wir den Iframe-Ansatz. Ich weiß, Iframes, ernsthaft. Aber hör mir zu, es ist wie einen kleinen Fernseher auf deiner Webseite zu haben, der nur einen spezifischen Kanal zeigt, isoliert vom Rest, aber er funktioniert. Gleichzeitig kann es Probleme mit der Performance geben und natürlich Inkonsistenzen beim Styling. Nicht meine erste Wahl, aber manchmal, es kann funktionieren. Okay, Iframes, nicht so beeindruckend. Und weiter? Geduld, Marco. Als nächstes haben wir Web Components. Die sind wirklich interessant. Stell dir vor, du erstellst dein eigenes HTML-Tag. Diese Technik ist ziemlich modern und sie ermöglicht es dir, wiederverwendbare Komponenten zu erstellen, die, in jeder Umgebung funktionieren. Sie sind wie kleine Bauklötze für deine Webseite. Dann gibt es die JavaScript-Integration. Hast du schon von Single Spa gehört? Nope. Nun, es ist ein Framework, das dir hilft, mehrere Micro-Frontends in einer einzigen Anwendung zu koordinieren. Okay. Klingt kompliziert, aber tatsächlich funktioniert das in der Praxis ziemlich gut. Das Setup ist manchmal etwas, fummelig, aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Das klingt ja vielversprechend. Das ist es. Aber es gibt noch mehr. Es gibt auch noch die serverseitige Zusammensetzung. Also das ist, wenn der Server entscheidet, welche Micro-Frontends geladen werden und wie sie kombiniert werden. Es ist, es kann Sinn machen, wenn du viel Logik auf der Serverseite hast. Aber wie immer, es hat seine Vor- und Nachteile. Ach, das ist eine Menge Möglichkeiten. Ich bin jetzt kein Experte, aber State Management zum Beispiel stelle ich mir total schwierig vor. Ja. Also der Kern, wenn du viele Micro-Frontends hast, die alle ihren eigenen Zustand haben, wie verwaltest du dann einen gemeinsamen Zustand über alle hinweg? Naja, es gibt verschiedene Wege. Erstens den globalen State. Du könntest einen globalen Store haben wie Redux oder Vuex, wo alle Micro-Frontends zugreifen können. Aber das bringt natürlich das Problem mit sich, dass wenn ein Micro-Frontend den globalen State ändert, andere davon betroffen sein könnten. Ein bisschen so, als ob du in einem Großraumbüro laut telefonierst und alle anderen stören könntest. Oh ja, das klingt schon nach Chaos. Oh ja. Als zweite Option haben wir Event-Emitter. Das ist wie ein Nachrichtensystem. Ein Micro-Frontend sendet eine Nachricht und wer immer interessiert ist, hört zu. Aber es kann manchmal zu einem Durcheinander führen, wenn zu viele Nachrichten herumfliegen. Verstehe. Und dann gibt's noch geteilte Dienste oder Shared Services. Stell dir das wie einen gemeinsamen Posteingang vor. Verschiedene Micro-Frontends können Daten hinzufügen oder daraus lesen und sie kommunizieren über diesen zentralen Ort. Okay, das klingt nach einer Menge Möglichkeiten. Was mich noch interessieren würde, was ist mit Teststrategien? Yes, testen. Gutes Thema. Das Testen von Micro-Frontends ist ein bisschen anders als bei traditionellen Frontends. Für Unit-Tests, also die kleinen, die sicherstellen, dass ein kleines Stück deines Codes funktioniert, gibt es nicht viel Unterschied. Du würdest sie genauso schreiben, wie du es normalerweise tun würdest. Integrationstests, die werden ein bisschen kniffliger. Jetzt hast du mehrere unabhängige Frontends, die zusammenarbeiten müssen. Da musst du sicherstellen, dass sie auch tatsächlich gut miteinander funktionieren. Hier kannst du Frameworks wie Cypress oder Testcafé verwenden, die dir helfen, alles nahtlos zu integrieren. Okay, und End-to-End-Tests? End-to-End-Tests sind die größten Brocken. Hier testest du die gesamte Anwendung von Anfang bis Ende. Für Micro-Frontends bedeutet das oft, viele verschiedene Dienste und Frontends zu testen, die zusammenarbeiten. Tools wie Selenium oder Puppeteer nehmen da einen Großteil der Arbeit ab. Cool. Also danke für die Erklärung. Okay, Marco. Also ich hoffe, ich konnte dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen ein bisschen Licht ins Dunkel der Micro-Frontends bringen. Es war echt Hammer, heute ein bisschen mit dir zu plaudern. Absolut, Rob. Ich muss sagen, habe echt viel gelernt.
Und ich bin sicher, dass viele andere das auch getan haben. Vielen Dank für all deine Zeit und die Insights. Jederzeit, Marco. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald. So, und jetzt mal hier etwas, was wirklich Menschen miteinander besprechen. Das war ja immer ziemlich cool. Also ich musste echt ziemlich schmunzeln, als ich das erste Mal gehört habe, dieses hotte Thema. genau, also ich bin jetzt hier, ich, der richtige, reale Marco und Timothy und Burak, die das produziert haben, habe ich mir auch mal hier noch schnell in die Folge eingeladen. Wollt ihr vielleicht ganz kurz zwei, drei Sätze zu euch sagen? Timothy, fang doch gerne mal an. Ja, mein Name ist Rob, Timothy. Ja, ich bin bei der Concentric jetzt seit knapp anderthalb Jahren, mache sehr verschiedene Rollen, Produktmanagement, Produktcoaching, Orga-Entwicklung, Softwareentwicklung, alles Mögliche und KI ist so in letzter Zeit, also seit Anfang des Jahres, wir haben auch schon mehrere Folgen zusammen gemacht, Marco, so ein bisschen mein Nebenleidenschaftsthema und deswegen war es total eine lustige Idee von dir, Marco, dass du gesagt hast, lass uns nochmal versuchen, eine Podcast-Folge damit zu generieren. Ja, cool. Genau, ich bin Burak, seit circa 10 Monaten jetzt bei der CC mit dabei, bin aktuell im LSS-Team und genau, ja, ich bin in das Thema KI so ein bisschen im OPT mit reingerutscht, habe mich damit, wie vielleicht fast jeder andere auch, mit beschäftigt und genau. Ja, cool. Ja, also sag mal, aber jetzt vielleicht mal für Leute, die da echt das nicht so richtig greifen können. Also war das jetzt echt aufwendig oder also war das irgendwie so eine Fingerübung für euch? Das würde mich mal, also so von der Einschätzung schon mal direkt interessieren. Also wir haben, Burak, ich glaube so insgesamt, also zusammen dran gearbeitet, 2,5 Stunden, glaube ich, reine synchrone Arbeitszeit sozusagen, vielleicht 2,5 bis 3. Und dann habe ich noch mal ungefähr so eine halbe Stunde bis Stunde in die Post-Pro davon gesteckt, also quasi das Zusammenschneiden der Audiodateien. Das heißt, ich weiß nicht so genau, wie viel Arbeit so eine normale Podcast-Folge ist. Das war jetzt ein eher händischer Prozess, hätte ich gesagt. Also da kann man auf jeden Fall noch deutlich mehr automatisieren. Aber wahrscheinlich war es dann insgesamt so halt 4 Stunden Aufwand oder so. Ja, das ist ja schon mal echt überschaubar, ne? Also das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, weil gerade so die ganze Stimme und alles so zu, also das ein Modell zu geben, ist ja auch schon, also für mich war das so der erste Schritt, ne? Wie kriegt man, also klar, okay, bei mir wahrscheinlich recht offensichtlich, man zieht sich mal so die ganzen Software-Cast-Folgen und was macht man dann damit eigentlich? Ja. Also das, was jetzt auch noch ein bisschen länger gedauert hat, natürlich war, dass wir mehr oder weniger bei Null gestartet haben. Ne? Also wir hatten diese fixe Idee und wir wussten ja nicht so genau, wie gehen wir es sinnvoll an. Und deswegen, also da waren der Burak und ich uns auch sehr schnell sehr einig. Haben wir gedacht, okay, erstmal müssen wir gucken, ob der Stimmen-Output, wenn wir deine Stimme, Marco, synthetisieren, überhaupt halt gut genug ist. Das war so eine der ersten Sachen, die wir getestet haben. Ja, und wie du gesagt hast, haben wir einfach eine alte Software-Cast-Folge dafür genommen, um das zu machen. Also da war jetzt auch nicht so wahnsinnig aufwendig. Und dann haben wir geguckt, ob wir es hinbekommen, ChatGPT dazu zu bewegen, uns ein einigermaßen realistisches und auch so in deinem Sprachstil, so ein Skript mit Pausen, mit M's, mit halt Fehlern, die einfach passieren, wenn man halt ganz normal spricht, zu generieren und dann halt eben zu checken, ob das, was mit diesem Skript und mit dieser Audiosynthese, das, was da rauspurzelt, einigermaßen überzeugend ist. Und das war eigentlich schon dann so die Hälfte der Arbeit und der Rest war dann so ein bisschen Fleiß. Ach, cool. Okay, das heißt, ihr habt dann ChatGPT genommen, habt es da entsprechend gepromptet mit der Bitte, mach doch mal hier ein schönes Skript für einen Software-Cast, wie er sich so zutragen könnte und dann mal sich überraschen lassen, was dabei rauskommt. Genau, ja, wir haben ChatGPT auch natürlich gefragt nach Themen, die quasi realistisch sein könnten für eine Audienz von Informatikern und ich sag mal Programmierern. Genau, ja. Dass wir dann eben auch ein tolles Thema finden, was eben passt. Also wirklich so von Anfang bis Ende alles über KI-Mechanismen gebaut. Also von der ersten fixen Idee hin zu, ich prompte jetzt mal ChatGPT, da kommt ein Skript raus, hin zu, ich gebe das jetzt mal einem weiteren System, was dann so wirklich die Stimmen synthetisiert, die beiden Sprecher so unabhängig voneinander auch dann
sprechen lässt? Oder war das auch so, dass ihr das einmal für einen Sprecher habt, so durch erzeugt habt und dann nochmal für den anderen Sprecher erzeugt habt? Wir haben das am Ende tatsächlich peu à peu gemacht, ne? Also vielleicht ganz kurz zu dem Tooling, was wir benutzt haben. Also wir haben ChatGPT im Grunde für die Skripterstellung benutzt. Wir haben natürlich, weiß nicht, ich glaube, es war Whisper, ne, Burak, für Speech-to-Text, also wo wir einmal Marco, deine Softwarecast-Folge einfach in, ich glaube, wir haben auch einfach nur deinen Part genommen, ne? Also wir hatten ja Zugriff auf die Aufnahmen-Files, ne? Und dann haben wir dein Part einmal in Text umgewandelt, damit wir auch wirklich nur deinen Sprachanteil in den Kontext schieben. Und das haben wir dann genutzt über ChatGPT, um im Grunde erstmal einfach nur mit so einfachen Instruktionen und einmal ein bisschen rumprobiert, wieder gute Ergebnisse rauskommen. Mit einfachen Instruktionen versucht mal so ein Basic Textskript für eine Softwarecast-Folge zu generieren. Und dann haben wir halt einfach so den Output gecheckt und die Frage gestellt, ist das, klingt das so, wie Marco normalerweise redet? Und bis wir an dem, irgendwann waren wir an dem Punkt und dann haben wir das quasi als Ausgangsbasis genommen, um dann das Thema sozusagen dann noch mit rein zu verflechten. Also es war, wie gesagt, insgesamt schon relativ manuell, ne? Und wir waren immer so an dem, okay, das ist jetzt gut genug. So, damit könnte man vielleicht ein, zwei Personen oder so, könnte man damit übers Ohr hauen sozusagen. Das war so das Ziel. Und den Text-Output haben wir dann in 11 Labs gejagt. Das ist ein Tool, mit dem Burak und ich in der Vergangenheit auch mal Erfahrung gemacht hatten. 11 Labs, okay, cool. Also das heißt, ja, das könnten wir wahrscheinlich auch nochmal gut verlinken, einfach für Leute, die da Interesse nochmal dran haben, kann man sich da auch nochmal weitere Themen erschließen im Software, also beziehungsweise das ausgeben lassen dann. Okay, ja, ist ja, echt cool. Wollt ihr da sonst noch irgendwas gerne zu der Folge nochmal teilen? Also ich würde gerne ein bisschen was zum Pricing sagen, ne? Also 11 Labs kostet, ich glaube, $5 für 30.000 Zeichen haben wir jetzt bezahlt. Und wir hatten erstmal, als wir deinen Text von Sprache in Text umgewandelt haben, Marco, und also deinen Teil, dann wussten wir ungefähr, das sollte wahrscheinlich so ein Drittel einer Gesamt-Podcast-Folge sein, ne? Also wir haben ein bisschen angenommen, okay, du wirst ja nicht hälftigen Sprachanteil haben in so einer Folge, sondern tendenziell ein bisschen weniger und so. Und das waren, glaube ich, 6.000 bis 7.000 Zeichen. Und dann haben wir gewusst, okay, alles klar, das passt erstmal so ganz gut und auch mit ein bisschen rumprobieren. Und das kam dann jetzt auch hin. Also das heißt, wir haben einfach diese Basic Subscription von 11 Labs gemacht für einen Monat. Die muss ich übrigens noch kündigen nachher. Erinnere mich daran. Und haben dann im Grunde halt den gesamten Text für die Folge da durchgejagt und so halt generiert. Und wir haben erst angefangen, eine von den Default-Stimmen von 11 Labs für den Rob zu benutzen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. So generisch in irgendeiner Form? Zu künstlich und gleichzeitig auch ein bisschen zu perfekt. Ne, die haben wie wirklich Moderatoren gesprochen, was halt nicht passen würde in dem Fall. Okay, das wäre wirklich ein bisschen komisch, wenn das so, okay, kann ich mir gut vorstellen. Professionelle Stimmen dann auf einmal kommen, genau. Ja, und dadurch, dass wir, also ich meine, das ist ja auch rein rechtlich gerade noch so ein bisschen so ein slippery slope, würde ich sagen, wollten wir jetzt nicht nochmal irgendwie durch die Gegend rennen und irgendjemanden fragen, ob wir halt die Stimme sozusagen synthetisieren konnten. Und dadurch, dass ich aus meinen vergangenen Experimenten eh meine Stimme noch da drinnen hatte, haben wir dann kurzerhand gesagt, okay, komm, ganz ehrlich, der Kontrast ist so groß zwischen Marco und diesen anderen Stimmen, dass wir da einfach kurzerhand meine Stimme genommen haben. Mhm. Ja, perfekt. Ja, cool. Das haben wir jetzt auch nochmal hier ganz auf die Schnelle gemacht. Wir haben jetzt mal kein Skript erstellt, keinen doppelten Boden für uns, sondern das war jetzt hier nochmal schnell, dass wir uns einmal zu gesammelt haben. Mir war es wichtig, dass ihr an der Stelle nochmal zu Wort kommen könnt, dass ihr da nochmal wirklich auch was zu sagen könnt, weil das war, also ich find's cool, dass ihr das gemacht habt, ne, war jetzt so eine spontane Idee nach einer Podcast-Aufnahme mit Niklas auch zusammen und deswegen ist das cool, wenn aus so einer fixen Idee, die man so hat, dann was Cooles wird. Also deswegen da auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank dafür und ich fand diese Technologiedemonstration in live für unsere Zuhörer einfach mega. Von daher vielen, vielen Dank. Ja, super gerne. Was mich noch interessieren würde, vielleicht können die Leute, die Folge gehört haben, sagen, irgendwie in Socials oder so oder als Kommentare oder auch vielleicht einfach per E-Mail an irgendwen von uns schreiben, ab welcher Minute sie Verdacht geschöpft haben. Das würde mich mega interessieren. Ja, das finde ich gut.
Machen wir auf jeden Fall. Cool. Liebe Zuhörer, ich danke euch von Herzen für eure Zeit und euer Ohr. Bis wir uns wieder hören, bleibt neugierig, bleibt innovativ und vor allem bleibt sicher da draußen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal im Softwerkercast.